Die Lage der Hände. Normallage, also N, ist so. Da ist der rechte Daumen auf dem C und die Hand in C-Lage. Bei einem Fall nach rechts liegen wir mit dem Daumen auf D und mit der Hand in D-Lage. Bei einem Pfeil nach links liegt der Daumen auf dem H und die Hand in H-Lage. Die Pattern der ersten Spalte von oben nach unten. Zuerst der C1-Akkord. Jetzt der F1-Akkord. Jetzt der G1-Akkord. Jetzt der 1-4 G2-Akkord. Die Pattern der mittleren Spalte von oben nach unten. Zuerst 3-5. Nun 1-3. Jetzt der tiefe A-Akkord. Das hier ist Normallage. Der zweite Finger kommt nach vorne auf den linken Drilling und dann 2-4, der unterste Pattern. Normal hinlegen, die 2 nach vorne. Die Akkordpattern der rechten Spalte von oben nach unten. Die Hand eine Taste hoch und dann 1-5. D-Akkord. Eine Taste höher liegend, auch der hohe A-Akkord mit 1-4 gedrückt. Unten drunter der B-Akkord. Und dann noch eine Alternative für den F-Akkord. So ist die Normallage. Den Daumen rüberschieben und 1, 2. Normallage, Daumen rüberschieben,